Also nicht Tipfel. Tippen! Nick! Kackwort, Alter. Ja, ist genauso kacke wie awkward, ne? So, liebe Kinder, es wird gepudert. Kippe. So, es hat sogar funktioniert, natürlich. Natürlich. Hey, hast du mal gesehen, wie wir das gemacht haben? Natürlich hat das funktioniert. Ich hatte da keine. Wahrscheinlich Zweifel müsste ich dran. Das jetzt voll schön machen mit so einem Löffel, der dann darüber reibt, aber. Was? Nee, scheiß drauf. Doch, einfach. Gib mir mal einen Löffel. Wir machen das jetzt mega schön. Obwohl, nee, ich habe keinen Bock auf einen Löffel. Was denn jetzt? Kein Löffel. Kein Löffel. Kein Löffel. Löffel los. Hast du den Löffel abgegeben? Hab ich schon vorhin bei der letzten Bohne. Weil eigentlich macht man das voll schön mit so einem Löffel. Ja. Schön. Gibt's jemand, der echt Spaß hat, so diese Dinger hier zuzubereiten? Stimmt, es gibt immer Sadisten. So. So, noch ein bisschen mehr Puderzucker, mehr geht immer. Jawohl. So. Oh nee, lass zu. So, wir präsentieren Ihnen die Vanillekipfel. Die sind auch super. Kann mir jemand sagen, was er will? Die sind wirklich gut geworden. Also ich hätte mir die echt ekliger vorgestellt. Man verkleidet mich auch, Kathi macht ein Valigiri-Cosplay. Hallo, als wenn ich das mit Absicht gemacht hätte. Ich habe leider diese Kathi, aber immerhin. Ich sehe nicht ganz so kacke aus wie Annika mit ihrem blöden Weihnachtsbaum. Was soll das denn jetzt hier heißen? Ich sehe 1A aus. Ich habe noch nie so eine schöne Tanne gesehen. 1A. 1A, 1 plus. So, unsere Kipferl sind fertig. Das heißt, jeder, der probieren gerne, kommt vorbei. Ja. Ist die Dinger. Die Adresse ist. Die Adresse ist folgende. Aber es sieht wirklich gut aus. Ich meine, wir haben, also ich will ja nicht mal sagen, ne? Aber hier, meine Männer. Deine Männer. Meine Männer, warte. Deine Männer sind super. Kommt her. Wir haben heute diese Männer erschaffen. Ja gut, der hat jetzt eine Sturmfrisur da oben ein bisschen. Und wir haben diese leckeren Vanillekipferl erschaffen. Und nicht zu vergessen, wir haben diesen Berg an Waffeln erschaffen. Wo jetzt irgendwas runtergefallen ist, was aber, glaube ich, keine Waffe war. Nee, alles gut. Wir haben schon ziemlich geile Sachen und es schmeckt auch alles. Außer die Vanillekipferl, aber die schmecken mir allgemein nicht. Von daher, aber der hat hier eine Sturmfrisur, der ist mega cool. Und das schmeckt auch cool, wo man sich so denkt, so, Alter, wie kann das sein? Ich möchte mich bei euch bedanken für den tollen Stream. Muss wirklich sagen, toll von euch. Dankeschön, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Freut uns sehr, dass ihr Spaß bisher hattet. Gleich gibt es noch leckere Knoblauchkekse, liebe Leute. Das passt perfekt, glaube ich, ins Timing, weil ja, 3 Minuten geht der Stream noch. In den paar Minuten ist jetzt, werden wir das noch abkühlen lassen und dann gucken wir mal. So. Puh. Jetzt, der große Moment ist gekommen. Es riecht ultimativ krass. Tzatziki, es ist Tzatziki. Muss mir mal eben das Tuch geben, bitte. Danke. Bitte. Oh. Ach, es ist wirklich nach. Also. Uff. Ich riech's bis hierhin. Puh. Also. Puh. Puh. Hallo. Ich hab dir doch noch Knoblauchöl besorgt. Kannst du ja auch noch drüber machen. Mit zusätzlichem Knoblauchöl hier heute. Lecker, lecker, lecker. Feinschmecker. So. Feinschmecker. Ich denke, wir dürfen uns jetzt ausziehen. Ausziehen? Also. Die Kostüme ausziehen. Ausziehen? Wurde denn schon die 10.000 Euro geknackt? Und bei 10.000 Euro zieht sich Annika aus. So, dann können wir uns nämlich wenigstens jetzt nochmal vernünftig präsentieren. Ja. Hin. Ja, mach du zuerst. Ich hole mal nochmal Abspringtüten. Oh, bitte, ja. Ja. Die Lebkuchenmänner wollen sich auch bei euch bedanken. Die fanden den Stream auch super. Ihr beide seht echt gut aus, ja. Ist jetzt auch meine Glanzform eigentlich schon so mit. Also wann ist man schon mal als Ganzkörper-Weihnachtsbaum unterwegs? Hat man diese, wo ist denn?
Ja, für Vampirschutz ist gesorgt. Also in dieser Wohnung wird nie wieder irgendein Vampir auf die Idee kommen, irgendwas zu machen, weil... Ja. Toller Stream, eine tolle Aktion, ja. Aber danke, dass ihr mitgemacht habt, weil ohne euch hätte das Ganze nicht funktioniert. Ja, Jesse, wir freuen uns bereits wieder. Leider das letzte Mal, das macht euch traurig. Ja, das macht uns todtraurig. Total traurig. Ich war noch nie so traurig in meinem Leben. Ja. Und ich war noch nie so glücklich, dass ich Abschminktücher hatte. Oh. Das hier ist ein Schlachtfeld sondergleichen. Achtung. Mhm. Okay. Oh ja, ich sehe jetzt gar nicht creepy aus. Ich sehe aus wie der Rotenburg-Kannibale oder so. Jawohl. Party, danke schön noch einmal für die Donation. Oh Gott. Ich habe ein paar zu viel rausgeholt, aber ich habe das Gefühl, dass zu viel irgendwie keine Option ist. So. Oh. Guck, wenn du die allein schon, weiß nicht, wie gut man es sieht, aber wenn man es allein so schon, einfach dieses blau-rote Wischwasch, also kannst du keinem erzählen. Ich sehe so geil aus, ich sehe aus wie so ein, wie ein Kannibale jetzt überall hier. Das sieht so aus, als ob wir sehr lange feiern waren, irgendwie eine Nacht. Ja. Haare ein bisschen strubbelig, Make-up verschmiert. Haare sitzen. Ich mach's jetzt auch nur grob, nachher muss ich mich die abschminken. Ja. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, das Schlimmste hast du schon aus dem Gesicht. Bis auf dein Gesicht. Bestimmt, alles klar, läuft bei dir. So. Liebe Freunde. Ich sehe aus wie so ein zerwuscheltes Etwas, aber ist egal. So, wir sehen wieder so halbwegs normal aus, tatsächlich. Ich habe zwar noch ein Tannenkostüm an, aber danke. So, wo ist dein Kleid her? Das hat Ju mir gekauft. Ich glaube, bei Amazon oder so, ich weiß es nicht. So. Tschup. Ich befreie mich auch noch kurz. Ich werfe kurz meine Nadeln ab. Eigentlich nicht, nee. Vorsicht. Ja. Ah, nichts geht natürlich über die Kostüme. Liebe dieses Kleid, das Kleid ist so schön. Dankeschön, ich mag es auch. Ich finde es auch mega cute. Naja, danke nochmal für die 10 Euro. So, letzte Runde. Wer noch donaten will, der kann es jetzt gerne tun. Gleich probieren wir den letzten Keks des Tages mit Knoblauch. Wollen wir jetzt die Bohne machen? Oder ist die ja, Bohne, komm, die Bohne. Die Bohne sollte eigentlich der Ja, die Bohne ist der Abschluss. Bohne gibt's am Ende nochmal. Gleich gibt's den letzten Keks mit Knoblauch. Und er stinkt, das kann ich euch sagen, er stinkt wirklich wieder widerlich. Widerlich. So. So, wir sind bereit. Ich habe den Keks in der Mitte zerteilt. Wir haben ungefähr ein halbes Blech voller dieser Knoblauchkekse. Ist genug für jeden da. Lecker! Wer von euch kommt eigentlich dem Elternteil nah? Da wir keine Geschwister sind. Ich komme meinem Dad in späteren Jahren und meiner Mama in früheren, jüngeren Jahren sehr nah. Aber ansonsten, ja, so. Der letzte Keks. Für dich, für mich. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß. Das war gar nicht. Ah, ich hätte es mir echt besser vorgestellt. Ich weiß nicht, ob ich es kennt. Also früher gab es von den Simpsons solche Sticker, die man sich auf den Kühlschrank kleben konnte und dann daran reiben konnte und dann haben die einen gewissen Geruch abgesondert. Da gab es einen Sticker von Maggie, die hat nach Knoblauch gerochen, also nach Pups. Und so schmeckt dieser Keks. Exakt 1:1. Derselbe Geschmack. 1:1. Ist das eklig. Ich komm nie wieder mit dem Stream. Das ist eigentlich scheiße gewesen heute. Jawoll! Komm, ich drehe für dich und du für mich. Okay, das ist eins. Stefan, vielen Dank auch nochmal an dich. Für die Donation, ganz, ganz viele Herzen. So, das ist deins hier. Dankeschön, vielen Dank.
Das ist auch deins. Ja, Schwesterherz, komm. Okay. Auf ein letztes, die letzte Bohne für heute. Die letzte Bohne für heute. Hau rein. Fuck, nein, Mann. Ekelhaft. Es ist ekelhaft. Ich will nicht mehr. Ich dachte, das wäre bei der letzten Mal nochmal geil. Da. Oh, ich habe den Gipfel voll weggedings. Er landete in der Spüle. Geil. Wirklich. Ekliger. Diese Bohnen. Wirklich eklig. Hm? So. Ah. Nee, Mann. Nee. Ja, stell dir mal vor, wir hätten es alle 10 Minuten gemacht. Ja, nein, ey, ohne Witz. Nein, ich hätte so gekotzt. Ich hätte auch noch so gekotzt. So, liebe Freunde. Vielen Dank auch nochmal an Stefan. Schnapszahl 220 Euro. Dankeschön an dich, mein Lieber. Insgesamt, liebe Leute, können wir jetzt sagen, nach 6 Stunden Backen, wovon davon gefühlt 5 Stunden Quatsch machen wir, ja, sind wir nun an einem Punkt angekommen. Von Spendenziel, alle mal 2.335 Euro, liebe Freunde. 2.000 an dieser Stelle nochmal hier. Ganz fetten Applaus geht raus an euch. Dankeschön für 2.300 Euro. Und da kommt direkt nochmal was rein. Patricia, vielen lieben Dank auch an dich für die 5 Euro.